Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Und ich habe es endlich geschafft. Ich habe die Würfeldiamanten zusammen. Und ja, ich bin sogar tatsächlich auch genau hier, wo ich auch beim letzten Mal stehen geblieben bin. Denn die Würfeldiamanten waren nämlich ja hier bei dieser Erzquelle, die ja hier um die Ecke ist. Ich hätte da einfach mal ein bisschen genauer nachsehen sollen. Aber da ich ja nicht so hundertprozentig sicher war, wo ich jetzt eigentlich suchen sollte, habe ich einfach mal so schnell es geht hier aufgegeben. Aber dann habe ich mich ja eben offscreen erstmal damit beschäftigt, erstmal mich mal schlau zu machen, wo ich jetzt eigentlich ja danach suchen muss. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, hier beim alten Installateurausstieg kann ich eine Erzquelle finden, in der auch die Würfeldiamanten zu finden sind. Gut, die haben wir ja jetzt zusammen. Also können wir wieder zurück zu Toras Haus und mit Lila reden, damit sie ja für Poppy ein neues Outfit schneidern kann. Ja, aber damit sind wir ja mit Poppys Quest leider noch nicht so ganz fertig, denn eine Sache kommt da ja, glaube ich, noch, die erledigt werden muss, und dann muss ich ja noch irgendwie Materialien oder so sammeln. Aber zuerst einmal leider die Materialien geben. Da sind Freunde ja wieder. Haben Freunde Materialien für ein neues Outfit? Ja, hier ist alles, was wir brauchen. Große Schwester Poppy verlässt darauf, dass große Schwester perfektes Outfit macht. Für kleine Schwester tut Lila alles. Jetzt muss Lila zurückziehen, um das An-Outfit zu arbeiten. Ach so, Meister Pan hat noch gesagt, will mit Freunden über etwas reden. Ist der Erwachsenenkörper etwas schon fertig? Darauf zu hoffen, ist vielleicht ein bisschen verfrüht, Poppy. Meister Pan ist großer Erfinder, aber so schnell ist selbst Meister Pan nie fertig. Meister Pan meinte, Poppy muss noch selbst auf Upgrade vorbereiten. Hä? Vorbereitungen? Aufwärmübungen, um Körper bereit zu machen? Klingt nicht so schwierig. Poppy ist stolz auf Fähigkeiten, alle Gelenke in alle Richtungen bewegen zu können. Ist ganz besonderer Party-Gag, besondere Fähigkeit von Poppy. Wollen Freunde sehen? Ist wohl nicht nötig, wichtig ist, mit Meister Pan zu sprechen. Okay, dann machen wir das mal. So, wo ist denn der alte Tata so schon wieder? Ah, da hinten. Ist an der Werkbank. Was meint Papa Pon mit Poppy vorbereiten? Aufwärmen? Poppy ist immer bereit für Aufwärmübungen. Aufwärmübungen? Was redet Poppy da? Poppy hat gedacht, Aufwärmübungen wären gute Vorbereitung für Upgrade. Alberne Idee. Künstliche Klinge muss doch nicht trainieren, solange Gelenke nicht verrosten, immer voll einsatzbereit. Aber egal. Tora, bitte Poppy zu Flugdecke von Goldmund in Argentum bringen. Argentum? Warum? Poppy muss einen Tag an Unterricht im Blauhimmel-Noppern-Universität teilnehmen. Tadaso hat Poppy schon für Kompaktkurs eingeschrieben. Zuhören, Poppy. Poppy braucht angemessene Erziehung, um echte Lady werden zu können. Im Blauhimmel-Noppern-Universität wird Poppy angemessene Erziehung bekommen, wenn Poppy fleißig ist. Ist angemessene Erziehung an nur einen Tag möglich? Tora, Poppy sollte doch zur Universität gehen, vor Erwachsen sein. Auch wenn nur für einen Tag, oder nicht? Papa Pan hat recht. Tora stimmt zu. Also Poppy, Lehrerin Puschelpusch wird Poppy in Blauhimmel Nopon Universität ganz viel beibringen. Verstanden, Poppy wird perfekte Lady. Na, das werden wir ja sehen. Also ab nach Argentum. Und zum Glück ist dieser restliche Part zum Glück ein wenig, ja, reine Formsache. So, das sollte eigentlich auch eigentlich ja gut machbar sein. Ich habe ja zum Glück auch Boreas dabei, denn ich weiß, ich brauche für diese Quest nämlich auch Nopan-Wissen. Und deswegen ist es ja gut, dass ich Boreas dabei habe und dass dieser eigentlich auch schon Nopan-Wissen Stufe 3 hat. Also haben wir insgesamt schon Nopan-Wissen Stufe 6 am Start. Das sollte einfach werden. Das schaffe ich schon. So, also einmal kurz die Treppe hoch. Okay, da ist schon wieder eine Quest offen. So gut, aber erstmal gehe ich ja zum Flugdeck und werde mit Fräulein Puschelpusch reden. Wenn ich sie natürlich finde, heißt es. Okay. Okay, ah, hier ist es ja. Ah, Tatsache, das ist hier ein Freilichtklassenzimmer. Cool. So, sind Sie Fräulein Puschelpusch? Oder so? Willkommen in Blauer Himmel, Nopan Universität. Geht um Kompaktkurs? Richtig, Poppy möchte lernen, echte Lady zu sein. Echte Lady? Puschelpusch versteht nicht ganz, aber beginnt jetzt mit Unterricht. Wenn Poppy Unterricht folgt, wird Poppy mit Macht von Wissen gefüllt sein. Also Mühe geben. Verstanden. Erste Stunde beginnt jetzt. Okay, Waldkunde. Poppy, bitte versuchen, Text auf Tafel zu lesen. Mhm. So, dann machen wir das mal. So, Waldkunde. Oh, ich brauche Waldkunde? Okay, das brauche ich also auch. Okay, wer hatte alles Waldkunde gehabt? Also ich weiß, Nia hatte welche und Wes. Genau. Und ich kann eigentlich ja Wes eintauschen erstmal. Wes ist ja hier.
Und Wes hatte Waldkunde. Was für eine Stufe hattest du eigentlich überhaupt? Stufe 2? Okay, das reicht nicht ganz. Nee, dann bringt das ja nichts. Warte mal, dann muss ich das so machen. Nia, du wirst erstmal leider wieder als Klinge herhalten müssen. Und dann mache ich das mal so, Klingpartner, also erstmal Nia einwechseln und dann kann ich mir eigentlich auch von Nias Klingenliste eigentlich ja Wes ausborgen. Wenn ich sie finde, heißt das natürlich. Ah, da ist sie ja. So, okay. Erstmal Text lesen. Waldkunde. Na also, passt doch. Interessant, sehr interessant. Wie ist Text? Versteht Poppy alles? Ja, Poppy wird Bedeutung von Wäldern immer klarer. Wald ist wichtig für Bau von Häusern und Herstellung von Möbeln. Ist nicht nur Wohnort von Monstern. Sehr gut. Bäume im Wald helfen auch bei der Reinigung von Wasser und verhindern Erosion und damit somit auch Erdrutsche. Schönheit von Bäumen heilt außerdem Herzen von gestressten Leuten. Poppy versteht. Fällt Poppy wie Schuppen aus Augen. Glückwunsch, Poppy. Poppy ist nun Waldkunde-Expertin. Jetzt kommt zweite Stunde Aufpasskunde. Aber erst kurze Pause. Bitte zurückkommen, wenn bereit für mehr Unterricht. Ja, Lehrerin Puschelpusch. Okay, das ist krass. So, und weiter geht's. Zeit für zweite Stunde. Jetzt dreht alles um Aufpassen. Drei Nopon sagen jetzt Hallo. Poppy muss herausfinden, wer von Nopon-Händler ist. So, mein Name ist Lumomo. Freut Lumomo, Leute kennenzulernen. Freunde, ja, okay. Ich bin Kalo Kalo vom coolen Nopon, Name von coolen Nopon. Bitte mal abhängen, ja? Ja, der Talisname. Papa erkennt, welcher Nopon ist, der von drei Nopon-Händlern ist. Ich glaube, der mittlere. Richtige Wahl. Entschieden gute Entscheidung von Poppy. Ja. Aber nächste Aufgabe wird schwieriger. So. Okay, ich bin Beltran. Mein Name ist Goose. Merkst dir. Hallo, ich heiße Chelo. Okay, wer von den dreien hat bei der Vorstellung posiert? Der Erste, Beltran. Antwort richtig. Poppy ist sehr aufmerksam, gute Aufpassexpertin. Bemerkt immer kleinste Veränderungen. Poppy entgeht nichts. Aufmerksamkeit ist ganz wichtig im Leben. Poppy sollte deshalb versuchen, sogar noch aufmerksamer zu sein. Kann nie schaden. Ja, Lehrerin, pusche, pusch. Gut, dann steht jetzt dritte Stunde an. Weiter wie bisher machen. So, und dafür brauche ich aber jetzt aber am besten erstmal eine neue Kampfaufstellung. Weil das könnte jetzt nämlich ja gleich etwas eklig werden. Obwohl ich glaube, was jetzt kommt, ist eigentlich nicht zu stark. So, so dann nehme ich die erstmal mit und Rock kann wieder rein. So, okay. Und dann muss ja wieder erstmal Nia in die Aufstellung rein. So. Ah, richtig. Erstmal muss ich ja Nia wieder... Mist. Total vergessen. Ich muss erstmal Nia wieder kurz einwechseln, sonst kann ich sie ja nicht wieder zur Meisterin machen. So, und jetzt kann ich erstmal wieder Pandoria einwechseln. So, das wird schon gehen. So, dann mal los. Erstmal wieder mit Lehrerin Puschelpusch reden. So, dritte Stunde beginnt. Geht um alte Kulturen. Wie in erster Stunde bitte Text auf Tafel lesen. So, und ich glaube, das war ja tatsächlich altes Wissen. Okay, das passt ja auch. Ja, alte Kulturen sind wirklich sehr interessant. Poppy versteht anscheinend sehr gut, was auf Tafel steht. Ja, Lehrerin, Poppy versteht jetzt, wie wichtig Wissen und entwickelte Techniken von Vorfahren waren. Ohne Arbeit früherer Zivilisation wäre heutige Welt nicht, was heutige Welt ist. Sehr schön gesagt, Poppy. Poppy hat dritte Stunde mit Bravour bestanden. Ist nur noch eine Unterrichtsstunde für Poppy übrig. In vierter Stunde einfach so weitermachen kann, dann kein Problem. Okay. So, wie sieht's aus? Vierte Stunde. Endlich beginnt letzte Stunde. Ist Poppy bereit für vierte Lektion? Zu guter Erziehung gehört gute Physis und gute Technik. Physis von Jugend lässt leider immer mehr zu wünschen übrig. Sehr traurig. Also Poppy, wie steht es mit Physis? Ist Poppy fitter als faule Jugend von heutzutage? Was meint Lehrerin Puschelpusch mit Physis? Das meint Lehrerin Puschelpusch mit Physis. Denn ich habe es nämlich gerade gesehen. Da ist gerade so ein dicker Fisch erschienen. Okay, und der ist ja Stufe 50. Den schaffen wir also. Ah, wird aber leider ein bisschen doof, das Loot von dem einzusammeln. So, ich sollte eigentlich einmal ein bisschen aus der...
mal ein bisschen auf. Okay, ist ein bisschen schwierig, den jetzt richtig anzugreifen. Ich will ihn gerne flankieren, aber irgendwie. Ah, jetzt geht's. So, machen wir das erstmal so. Ich denke mal, ich werde erstmal ein bisschen hier jetzt Elemente sammeln. So, komm schon, beeil dich mal, Nia. Okay, ich habe keine andere Wahl, ich muss das erstmal so machen. Na gut. Wird aber erstmal eine Weile dauern, bis ich jetzt hier die Harmonie voll aufgeladen habe und die Gruppenleiste. Dann könnte ich ja vielleicht eigentlich ja später noch eigentlich erstmal Mithra wieder verwandeln. Okay, ihr beide braucht immer zu lange, um die Gruppenleiste zu laden. Mist. Ja, Nia braucht leider immer wirklich lange, bis sie jetzt da wirklich das Nötige geladen hat. So, jetzt aber. So, und Gestanksiegel dann noch dazu. Zeit für eine Infektion. Great, das war's. So, haben wir schon mal ein Element drauf. So. So, los geht's. Gut, dann mal los. Zweite Sonne. So, gut. Mache ich das erstmal so. Ich mache jetzt erstmal Licht. So, und los geht's. Nächster Schlag, bitte. So, gut, das haben wir wenigstens erstmal beschleunigt. Oh, das war eine miese Idee. Komm runter da, komm wieder rauf da. So, aber das hat tatsächlich erstmal ordentlich Schaden gemacht, dass ich ihn umgeworfen habe. Das kommt schon her. Okay, der rastet richtig aus. So, aber... Es hat nicht ganz geklappt, wie ich wollte. Naja, was soll's. Schade, so wie es aussieht, schaffe ich aber den Full in dem Entle Break leider nicht mehr. Oh Gott, der ist zu weit weg. Ich treffe den ja gar nicht mehr. Ah, doof. Was mache ich jetzt? Okay.
Wenn es so weitergeht, muss ich ja noch andere Techniken benutzen. Weil, ja, ich treffe eigentlich gar nicht aus der Entfernung mehr. Okay, habe ich keine andere Wahl, muss ich das mal so versuchen. Ach, okay, bringt einfach nichts. Ich mache die Angriffskette jetzt. So, das war's schon. Ups. Schade, hatte eigentlich gehofft, ich könnte es ein bisschen spannender machen. Ups. Ja, das kann erstmal noch eine Weile dauern, bis wir da fertig sind. Okay, das war's. 490.000 Schaden und Aegeon hat Mitternachtsnebel gemeistert und ja, das ganze Loot fällt runter. Gut, die Mission ist aktualisiert. Poppy wird weiter aufgemotzt. Und was sagt die Paarzeit? Oh, ich bin noch gut dabei. Sehr schön. So, muss ich erstmal gucken. Genau, Aegeon kriegt jetzt erstmal noch was. So, hier. War hier sonst noch jemand? Nö. Okay, alles klar. Ist alles erledigt. So denn, Frau Lehrerin Puschelpusch, wie geht's weiter? Fertig. Äußerst beeindruckend, Poppy. Poppy ist erster Student, der jemals Prüfung von vierter Stunde bestanden hat. Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Unterrichtsstunde bezeichnen könnte. Bestehen nur möglich, wenn Schüler Meister oder Klinge ist. Poppy ist jetzt echte Lady mit vorbildlicher Erziehung? Lady? Puschelpusch muss kurz nachdenken. Puschelpusch ist nicht sicher, ob Poppy jetzt echte Lady ist, aber Poppy hat jetzt ganz sicher Macht und Wissen. Poppy bekommt Abschlusszeugnis mit Auszeichnung, hat alle Fächer bestanden, gab noch nie zuvor. Glückwunsch zur erfolgreichen Abschluss bei Kompaktkurs an Blauhimmel Noppern Universität. Yay, wir bekommen ein Abschlusszeugnis. Danke, Lehrerin Puschelpusch. Vorbereitungen sind alle abgeschlossen. Jetzt Rückkehr für letzte Phase von Upgrade. Poppy ist schon fast aufgeregt. Ich auch. Wow, Gott. Ich zittere ja schon vor Aufregung. So, dann machen wir erstmal eine Schnellreise nach Gorma, nach Torigov und zu Toras Bude. Und soweit ich weiß, musste ich eigentlich erstmal noch Materialien sammeln, um gleich die Maschine dann noch anzutreiben. Also ich habe ja mir die Questliste mal eigentlich ja noch mal ein bisschen im Voraus angesehen. Und da war irgendwie noch was von Materialien sammeln, aber ich glaube, das war nur so irgendwelcher random Scheiß. Na gut, dann mal los. Poppy ist zurück. Hallo Poppy, leider findet, dass Poppy schon erwachsenen Eindruck macht. Leila hat recht, Poppy ist echte Lady. Leila ist fertig mit Vorbereitungen für neues Outfit. Vorbereitungen für Upgrades sind auch abgeschlossen. Nur Aufladen von Ladeeinheiten noch nicht beendet. Dann wird es jetzt nicht mehr lange dauern, bis Poppy eine ganz neue, einzigartige Form hat. Tower ist schon ganz nervös. Wann geht es denn los mit dem Upgrade? Nanu, Ladeeinheit aufladen dauert eine Woche. Was? Die Ladeeinheit braucht wohl dringend ein Upgrade als Poppy. Nein, ist ganz normal. Für Upgrade von Poppy ist viel Energie nötig. Sehr komplizierter Vorgang. Wir können doch nicht eine Woche lang die Hände in den Schoß legen. Die Warterei würde mich verrückt machen. Können wir das Aufladen nicht irgendwie beschleunigen? Aufladen könnte schneller gehen, wenn energiereiche Materialien in Ladestationen gesteckt werden. E-Packs sind am wirksamsten, aber auch andere Materialien funktionieren. Für schnelle Beschleunigung am besten den Söldner viele E-Packs besorgen. Ja, wenn Söldner viele E-Packs besorgen. Das klingt vernünftig, dann sollten wir das wohl so machen. Habt noch ein bisschen Geduld, Poppy, ja? Poppy kann warten. Viel Glück beim Aufladen. Na, mal sehen. Ob ich es schaffe, das Ding eigentlich ja so schon bereits zum Laufen zu bringen. Also ich meine, es heißt ja andere Materialien, aber ich könnte natürlich auch den ganzen Kram machen. So, Schraubenfedern. Goldkondensator. Okay, das kann dauern.
Tja, okay, das wird wohl also nix. Gut, dann muss ich wohl also doch den Söldnerauftrag erstmal schnell machen. Also ich kann ihn zumindest eigentlich ja mit in die Liste setzen. So, naja, auf neuer Sache rette ich Energiebedarf. Wie lange wird das dauern? Eine halbe Stunde? Okay, brauche ich dreimal Menschenform, dreimal Tierform und zwei Leute mit Bergungstechnik. Um eine 50-Volt-Batterie zu besorgen. Na gut. So, dann habe ich ja schon mal hier einen. So. Hier habe ich eine Tierform mit. Okay, aber erstmal muss ich ja erstmal die Bergungstechniker suchen. Ah, warte mal, ich habe ja einen Jute dabei. Also kann ich da ja auch eigentlich die erstmal mit in die Liste setzen. Haben wir schon mal die zweite Klinge mit Menschenform. So, dann brauche ich eigentlich ja... Wäre auch noch nett, wenn ich eine Klinge mit Technologiefähigkeit hätte. So, Mineralienkunde. Und Kopfrechnen, das geht auch? Okay, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht deswegen, aber naja gut, ich will mich mal nicht aufregen. So, muss ich erstmal kurz gucken, ob ich hier noch ein paar gute Tierklingen habe, die jetzt eigentlich auch über Mineralienkunde verfügen. Naja, mehr oder weniger. Gut, die hat hier wenigstens Technologie drauf, also kommst du auch mit. Okay, warum habe ich so wenig Tierklingen dabei? Ah, gut, die hat Mineralienkunde drauf. Da ist alles fertig dann soweit. Aber was für eine Klinge soll denn bitte schön jetzt hier noch Kopfrechnen beherrschen? Müsste ja eigentlich ein richtiger Experte darin sein, also eine richtig intelligente Klinge. Mir würde da schon eine einfallen, aber die habe ich ja noch nicht. Tja, wie geht das jetzt nun weiter? So, schicken wir die einfach mal los. Mal sehen, wie lange es dauern wird. Okay, 22 Minuten. Das ist ja wohl dann doch ein bisschen viel. So, warte mal, Schraubenfedern. Das ist ja eigentlich ein Material, das ich eigentlich ja sonst normalerweise immer beim Bergungstauchen bekomme. Ich glaube sogar eigentlich auch in Gormod oder Argentum. Ich guck mal nach. Kann ja nicht schaden. Werde ich das mal versuchen, vielleicht schaffe ich ja irgendwie eine Schraubenfeder oder sowas zu bekommen. Also in irgendeinem Tauchgang war das ja möglich. Frag mich aber jetzt bloß nicht in welchen. Und wieso habe ich jetzt eigentlich überhaupt immer so viele Nebenquests jetzt noch nebenbei offen? Egal. So, Goldzylinder. Los geht's. Ist aber natürlich ein bisschen doof. Ja, ich schätze mal, in diesem Part schaffe ich das auch nicht wirklich, jetzt eigentlich alles fertig zu bekommen. Das geht erst beim nächsten Mal. Was eigentlich schade ist. Ich hätte mich ja so gerne darauf gefreut, dass Poppy ja jetzt eigentlich ja hier fertig wird. Okay, dunkelgraue Feder, schicke Schraube, Agentum Seeteufel. Okay, hier sind keine Schraubenfedern dabei. So, mach du mal einen Abgang. Weiß ja auch nicht mal mehr, wann ich diese Schraubenfedern gesammelt habe. Muss eigentlich ja an einem Bergungspunkt sein, den ich nicht so oft benutzt habe. Vielleicht mal weiterhin? Könnte sein. Ich glaube, ich versuch's mal. Es könnte sogar sein, dass ich den da so gefunden habe. Okay, Dock 2. Ja gut, das ist der hier. Ich probiere einfach mal so ein bisschen die ganzen Punkte jetzt mal aus, die ich jetzt eigentlich ja kenne. Okay, was ist das jetzt für ein komischer Nebel? Das sieht ein bisschen krass aus. So, das wird ja jetzt eigentlich ja diese Art von Regen hier in Moradin sein. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ein bisschen creepy aus, wenn ich ehrlich sein soll. Was kommt? Öffnen,
Okay, hier scheinen sie auch nicht zu sein. Schraubenfedern, wo soll ich jetzt den Mist jetzt eigentlich auf einmal herbekommen? Ich weiß ja nicht mal mehr eigentlich, wo ich überhaupt noch suchen soll. Hm. Das ist ja wieder eigentlich immer jedes Mal das gleiche doofe Zeug hier. Ich meine, ich könnte natürlich auch warten, bis der Söldnerauftrag fertig ist, aber dann, wie gesagt, also so oder so, ich werde wahrscheinlich ja bis zum nächsten Part warten müssen. Außer irgendwas von den Materialien, das ich hier gefunden habe, reicht auch schon dafür aus. Naja, ich mache dann erstmal vielleicht mal ein bisschen versuchen, Pyras Kochkünste zu verfeinern. Okay, ich kann auf jeden Fall ein paar Sachen herstellen. Oh ja, Sonnensteinpasteten könnte ich herstellen. Das hier würde auch gehen. So, Duftgemüserollen. Und dann das hier. Und noch ein paar Glitzerpasteten. So, hat sich aber leider noch nicht viel getan, würde ich mal sagen. Oder, wie sieht's aus? Okay, ein Gericht fehlt noch, dann habe ich wenigstens Stufe 2 fertig. Okay, hier muss ich auch noch ein paar Klingenkombos machen. Hier muss ich Klingen auswechseln. Ja, okay, das kriegen wir hin. Flamfina, Skat, Fedre in Lefteria, besiege Kaspar, Krabberiche in Moardane. Hm, und Revolta. Okay. Ja gut, mehr ist dann leider wirklich hier nicht möglich. Hm. Tja. Ich kann ja noch mal gucken, ob ich eigentlich noch ein paar Materialien jetzt hier eigentlich in den Apparat hier schmeißen kann. Sieht aber nicht so aus. Ja. Dann wird das wohl leider heute wohl nichts mehr, wie es aussieht. Na gut, dann würde ich mal sagen, bevor ich mir jetzt hier noch irgendwelchen sinnlosen Kram tue, bei der mir sowieso nichts bringt, werde ich erstmal an dieser Stelle hier einfach mal den Part beenden. Also meine lieben Freunde, ich bedanke mich dann mal wieder hier herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir tatsächlich das nötige Zeug zusammen haben, um endlich das Upgrade von Poppy hier durchzuführen. Bis zum nächsten Mal dann und tschüss!